Der Auftritt von Professor Dr. Wolfgang Däubler in der ZDF-Fernsehsendung Die Anstalt sorgte vor 3 Jahren für großes Aufsehen. Die Forderung, gleiches Geld für gleiche Arbeit, auch für Leiharbeitnehmer. Seine E-Mail-Adresse wurde damals in der Sendung als Anlaufstelle für klagewillige Leiharbeiter eingeblendet. Passiert ist bislang offenbar wenig. Das zeigt auch der aktuelle Blick zur Firma Tönnies nach Ostwestfalen. Ein undurchsichtiges System aus Werkverträgen und Leiharbeit. In die Reform des AÜG, also des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes, hatten die DGB-Gewerkschaften große Hoffnungen gesetzt. Doch das Gesetz konnte durch Tarifverträge zulasten der Arbeitnehmer ausgehebelt werden. Das Ergebnis, viele von ihnen werden erheblich geringer entlohnt, weiterhin und schlecht behandelt. Wir wollen eine Bilanz ziehen. Was hat sich seit der Ausstrahlung der Sendung tatsächlich getan? Können Leiharbeitnehmer auf ein höheres Entgelt hoffen? Darüber wollen wir sprechen mit dem renommiertesten Arbeitsrechtler im Lande, Professor Dr. Wolfgang Däubler. Ja, lieber Herr Professor Däubler, die ZDF-Sendung Die Anstalt wurde am 16.05.2017, also vor 3 Jahren, ausgestrahlt. Wie war der Rücklauf und ja, was ist seitdem passiert? Der Rücklauf war bemerkenswert. Ich habe hunderte von E-Mails gekriegt. Wir haben dann korrespondiert über die Frage, wer gegebenenfalls klagt. Es haben sich eine ganze Reihe von Interessenten gefunden, die bereit waren, Klage zu erheben. Wir sind jetzt mit 3 Prozessen beim Bundesarbeitsgericht. Und das Bundesarbeitsgericht wird also zu entscheiden haben, in welche Richtung die Sache geht. Das sind aber dann erst einmal, so wenn ich jetzt sagen würde, Sie sagen, gab mehrere hundert Anfragen, 3 Verfahren sind jetzt beim Bundesarbeitsgericht. Ist das aus Ihrer Sicht trotzdem eine bemerkenswerte Quote oder was kommt möglicherweise noch nach? Also da wird sicher noch ein Fall uns sehr beschäftigen. Das ist ein Fall, der anhängig gemacht wurde in Kaiserslautern von einem Leiharbeitnehmer, der auf anwaltlich vertreten war. Und das Arbeitsgericht Kaiserslautern hat sich als erstes Arbeitsgericht auch mit der Frage der europarechtlichen Problematik der Schlechterstellung von Leiharbeiter befasst. Und es hat einen Katalog von Fragen aufgestellt, um die europarechtliche Rechtslage zu klären, wollte also, will einen Vorlagebeschluss an den Europäischen Gerichtshof richten, wonach, das kann man aus den Fragen entnehmen, die heutige Schlechterstellung der Leiharbeitnehmer in vieler Hinsicht europarechtlich ist. Ich würde trotzdem noch mal ganz kurz auf das Verfahren vor dem Arbeitsgericht Kaiserslautern eingehen. Das ist ja ein sehr aktuelles Verfahren. Was lief denn hier anders als in den Parallelverfahren? Sie hatten ja von dem BAG-Verfahren eben schon berichtet, dass die 3 Verfahren dort anhängig sind. Aber warum legt jetzt schon das Arbeitsgericht Kaiserslautern vor und alle anderen damit zuvor befassten Gerichte, da gab es ja auch diverse Arbeitsgerichte und Landesarbeitsgerichte, haben das nicht getan. Da frage ich mich, warum? Das hängt letzten Endes vom Richter ab. Also die Arbeitsgerichte erster und zweiter Instanz können vorlegen, müssen es auch. Und nur die letztinstanzliche Gericht, das heißt das Bundesarbeitsgericht, muss vorlegen, wenn es sich um eine zweifelhafte Frage handelt. Und das ist hier ganz sicher der Fall. Kaiserslautern, das war ein Richter, der sich auskannte im EU-Recht und der deshalb vorgelegt hat. Für andere ist es häufig eine relativ riskante Sache, so eine Vorlage an den Europäischen Gerichtshof zu machen. Und in dieses Risiko will man sich als Richter nicht unbedingt begeben. Und wenn man nicht muss, dann macht man häufig keine Fehler. In
Kaiserslautern haben wir jetzt ja aber die Problematik, Ihnen ist sie sicherlich gut bekannt, dass der Klageanspruch des Leiharbeiters mittlerweile vollständig vom Arbeitgeber anerkannt worden ist. Da stelle ich mir jetzt natürlich die Frage, ist die Vorlage an den EuGH, die ja, wie Sie gesagt haben, sehr gut ausgearbeitet war, dann durch das Anerkenntnis jetzt obsolet geworden? Im Normalfall geht aufgrund eines solchen Anerkenntnisses ein Anerkenntnisurteil. Das heißt, es wird der Klage stattgegeben ohne nähere Begründung. In der Revisionsinstanz, also beim Bundesarbeitsgericht, geht es um Grundsatzpflicht. Und da verlangt die Zivilprozessordnung, dass auch der Kläger mit dem Anerkenntnisurteil einverstanden ist. Er muss einem entsprechenden Antrag stellen. Diese Bestimmung will verhindern, dass Grundsatzentscheidungen nicht ergehen können, weil immer eine Seite ein Anerkenntnis hat. Und die Frage ist jetzt, denn die muss in den nächsten ein, zwei Wochen das Arbeitsgericht Kaiserslautern entscheiden, ob man diese Regel, die für das Revisionsverfahren gilt, auch für eine solche Vorlage an den Europäischen Gerichtshof anwenden. Absolut. Gut, dann werden wir die Entwicklung in Kaiserslautern mal abwarten. Durchaus spannend. Man muss auf der anderen Seite natürlich sagen, für den Leiharbeitnehmer war das natürlich Erfolg. Er hat all das bekommen. Und für die Sache selber allerdings gegebenenfalls dann nicht förderlich. Hat das jetzt Auswirkungen auch auf andere Leiharbeitnehmer, die sich jetzt da in gewisser Weise noch anschließen wollen? Was können Sie da nochmal sagen? Also ich finde, es ist für die Sache durchaus förderlich, was in Kaiserslautern passiert ist. Auch wenn jetzt ein Anerkenntnisurteil gibt. Der Richter also sagt, okay, die Sache ist damit geregelt. Dann kann jeder Leiharbeitnehmer mit dem Vorlagebeschluss des Arbeitsgerichts Kaiserslautern in der Hand sein zuständiges Arbeitsgericht anrufen und sagen, ich klage auf Equal Pay, auf gleiche Bezahlung wie Stammarbeitskräfte. Und wenn ihr nicht einverstanden seid, bitte dann legt vor an den Europäischen Gerichtshof, genauso wie das Kaiserslautern gemacht hat. Und dann wird entweder eine Vorlage erfolgen, dann kriegt er mit Sicherheit sofort sein Geld. Ja? Dann wird die Arbeitgeberseite auch wieder zahlen. Oder es kann sein, es wird abgewiesen, okay, das ist nicht weiter tragisch, dann geht man eben in die nächste Instanz. Und dann kann die nächste Instanz mit der gleichen Sache konfrontiert werden. Das heißt, es wird Richter geben, die dann durchaus ernsthaft erwägen, vorzulegen. Und dann kommt man sofort zu seinem Geld. Und das ist doch eigentlich eine ganz schöne Sache. Ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil gerade mein Eindruck in der Vergangenheit war, dass viele Leiharbeitnehmer natürlich auch ein bisschen Angst hatten vor dem langen Instanzenweg und der eine oder andere ja auch gar nicht sich in der Lage sah, überhaupt einen Anwalt zu bezahlen. Also würden Sie jetzt daraus jetzt ableiten wollen, dass es vielleicht für Leiharbeitnehmer etwas einfacher sein kann, dann auch zu ihrem Geld zu kommen? Ja, ich würde sagen, man hat eine Chance von ungefähr 50%, dass die Arbeitgeberseite jedenfalls am Anfang sagt, okay, wir anerkennen, du bekommst dein Geld. Und diese Chance sollte man nutzen. Und im Übrigen, was die Anwaltskosten angeht, gibt es sehr viele Anwälte, die sich sehr solidarisch verhalten und die da nicht viel Geld oder gar kein Geld verlangen. Außerdem gibt es einen Spendentopf bei LaborNet. Und wenn also beispielsweise in der Berufungsinstanz man auch die Kosten der Gegenseite tragen muss, wenn man verliert, dann könnte man unschwer den Spendentopf in Anspruch nehmen. Der ist relativ gut gefüllt und das würde also keine Tür öffnen. Genau, also auch da werden wir auch auf unserer Seite, auch im Hinblick jetzt auf dieses Interview, natürlich das entsprechend alles verlinken. Und auch wir sind da durchaus sehr engagiert in dieser Geschichte und wollen da auch zusammen mit Professor Deubler das natürlich weiter verfolgen. Ganz kurz nochmal, Sie hatten die BAG-Verfahren angesprochen. Wie wird es da jetzt aus Ihrer Sicht weitergehen? Termin möglicherweise wegen Corona jetzt vielleicht nicht angesetzt. Allerdings Auskunft beim BAG haben auch wir nicht bekommen. Wieso dort nicht terminiert wird? Können Sie sich da einen Reim draus machen? Oder wie ist Ihre Einschätzung, wie es da jetzt weitergehen wird? Naja, ich will ja nicht spekulieren, aber das Bundesarbeitsgericht muss vorlegen als letzte Instanz, weil das Europarecht
mir sehr viele Zweifelsfragen aufwirft. Es steht beispielsweise in der Richtlinie drin, dass man zwar durch Tarifvertrag abweichen kann von Integritätsprinzip, dass dabei aber der sogenannte Gesamtschutz zugunsten des Freiarbeitnehmers gewahrt wird. Was Gesamtschutz bedeutet, weiß eigentlich niemand so recht. Das ist auch eine Frage, die das Arbeitsgericht Kaiserslautern gestellt hat. Und das muss das GAG belegen. Möglicherweise haben Sie keine große Lust, die Fragen zu formulieren. Gut, ja, das hört sich sehr spannend an. Warten wir mal ab, was da passieren wird. Auch darüber werden wir oder werden Sie natürlich auch sicherlich weiterhin informieren. Ich würde an dieser Stelle nochmal einen etwas weiteren Blick in die Zukunft richten wollen. Arbeitnehmerüberlassung und Werkverträge, das haben Sie ja mitbekommen. Auch dort tut sich was, gerade im Hinblick auf die Fleischwirtschaft. Ab dem 01.01.2021 sollen Arbeitnehmerüberlassung und Werkverträge in dieser Branche verboten werden. Glauben Sie, dass es auch ein Vorbild für andere Branchen sein kann und auch durchaus, ja, sag ich mal, in Ihrem Interesse sein kann? Also natürlich wäre das im Interesse von Beschäftigten, dass man so eine Regelung nicht nur in der Fleischwirtschaft. Aber das erste Problem ist mal, diese Regelung in der Fleischwirtschaft durchzukriegen und dann auch dafür zu sorgen, dass sie in der Realität befolgt wird. Ja, denn es läuft ja ein Verbot von Werkverträgen und von Leiharbeit darauf hinaus, dass die Fleischfabriken ausschließlich mit eigenen Beschäftigten arbeiten. Wenn sie eigene Beschäftigte haben, dann heißt es, es gilt der Mindestlohn. Die Leute können zum Betriebsrat wählen und gewählt werden und sie können sich ernsthaft wehren. Das durchzusetzen wird nicht ganz einfach sein. Und man hat dann natürlich auch die Probleme mit der Wohnsituation. Auch da müsste man im Prinzip danach schauen, dass also für Leute, die vom Ausland hierher kommen, dass eine ordentliche Wohnsituation gewährleistet ist, schon aus Gründen des Infektionsschutzes. Und die erste Etappe wäre mal, das in der Fleischindustrie zu machen, wo es möglicherweise tatsächlich durchsetzbar ist, weil man gesehen hat, jetzt in einer sehr deutlichen Art und Weise, was bei solchen Arbeitsbedingungen rauskommt. Sie haben es ja eben auch schon mal ein bisschen angedeutet, es gibt ja verschiedenste Ideen. Das Bundeskabinett hat jetzt ein Eckpunktepapier entsprechend verabschiedet und das Ganze ist jetzt natürlich klar durch die Fleischwirtschaft in den Fokus auch der Öffentlichkeit gelangt. Es sind viele Gesetzesänderungen angekündigt. Ob das natürlich in der Koalition tatsächlich durchzubringen ist, bleibt mal abzuwarten. Es wird jetzt schon heftig diskutiert. Aber glauben Sie denn, dass vielleicht mal als Abschlussfrage auch, dass sich die Arbeitsbedingungen dann tatsächlich dauerhaft verbessern werden? Ich hatte eben so in Ihren Äußerungen ein bisschen den Eindruck, dass Sie da durchaus noch etwas skeptisch sind. Ja, also man muss im Arbeitsrecht immer unterscheiden zwischen dem Recht und der Rechtswirklichkeit. Ja? Die Gewerbeaufsicht hat üblicherweise viel zu wenig Leute, um wirklich effektiv zu kontrollieren. Und deshalb muss man schon schauen, dass man nicht nur ein schönes Gesetz macht, sondern dass man auch dafür sorgt, dass dieses Gesetz eingehalten wird. Ja, prima. Also ich denke, da ist noch einiges sicherlich vor uns auf dem Weg. Sie haben es auch schon angesprochen. Natürlich geht es nicht nur durch gesetzliche Änderungen, sondern wir brauchen natürlich auch gerade in den Betrieben die Betriebsräte, die da mitmachen. Wir brauchen die Gewerkschaften. Und ich glaube, es ist schon einiges geschafft, aber wir haben sicherlich noch einiges vor uns. Ja, ganz herzlichen Dank nach Dusslingen. Und wir werden uns sicherlich demnächst dann wieder hören. Vielen Dank und ja, bis demnächst. Herzlichen Dank auch.